Gesundheitswirksame Bewegung bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter. Alle Kinder brauchen für ihre Entwicklung ab der Geburt Bewegung. Es ist wichtig, alle kleinen Mädchen und Buben in ihrer spontanen körperlichen Aktivität durch vielfältige und spielerische Erfahrungen zu unterstützen. Vielfältige Umgebungen, vielseitige Bewegung. Viele Orte eignen sich für Bewegung. Gegebenenfalls braucht es geringfügige Anpassungen, damit das Kind die Spielumgebung erreichen kann und Gefahrenquellen, die das Kind nicht erkennen kann, beseitigt werden. Vermeiden von längerer Inaktivität. Ab der Geburt wird empfohlen, langdauernde Phasen ohne körperliche Aktivität so weit wie möglich zu vermeiden und sie durch aktive Bewegungspausen zu unterbrechen. Säuglinge sollen in ihrem natürlichen Bewegungsdrang gefördert werden, indem ihnen mehrmals täglich die Gelegenheit für freie Bewegung in einer altersgerechten Umgebung geboten wird. Interaktive Spiele. Freie und altersgerechte Umgebung. Unterstützung und Begleitung. Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter, die ohne Hilfe laufen können, sollen mindestens 180 Minuten pro Tag alleine, mit anderen Kindern oder Erwachsenen körperlich aktiv sein. Mehrmals täglich, alleine oder mit anderen Kindern, Unterstützung und Begleitung, Bewegung und Umgebung variieren. Körperliche Aktivität mehrmals täglich fördert die Entwicklung der motorischen, der kognitiven und der Beziehungsfähigkeiten von Kindern. Diese Fähigkeiten helfen Kindern, langfristig und mit Freude körperlich und sportlich aktiv zu sein.